hallo und willkommen. Ach, schön. Diese Melodie, ich mag sie immer noch. Lange nicht mehr gehört. Jetzt wieder nach langer, langer Zeit. Ich weiß noch, die erste Folge, wo wir damals aus dem Brot geschnitten wurden. Wir waren ein kleines Stückchen Toastbrot. Wir wollten in den Toaster und wollten nicht mehr raus. Wir wollten nur ein bisschen braun werden. Und ja, ich habe mir gedacht, das versuchen wir heute nochmal, weil es gibt sehr viele neue Level. Also die gab es damals schon, aber wir haben ja leider nur eins gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach irgendwie untergegangen. Aber jetzt habe ich mir so gedacht, jetzt ein Toast wäre doch mal wieder was Schönes. Ich habe ja damals das Level in der Küche gespielt mit euch zusammen. Und ich fand es sehr, sehr verstörend. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ein Toastbrot hat schon nicht so ein einfaches Leben, ne? Es ist ein Toastbrot, kann sich bewegen, kann aber nicht so viel machen. Keine Hände, keine Beine. Und das liegt einfach da auf dem Teller. Und muss dann irgendwie gucken, wie es getoastet wird. Und ich bin gespannt, ob wir das heute schaffen werden. Mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Mal wieder was alleine gespielt. Kann man ja auch mal machen. Und ja, ich hab diese Melodie vermisst. Ich finde sie einfach so toll. Ich bin einfach... Ich würde da schon... Bisschen sentimental gerade, ne? Aber, ja, ich will auch gar nicht lange labern. Wir starten einfach mal den Story-Mode. Hier sehen wir noch das erste Level. Lang ist es her. Wann haben wir da? Steht da was, wann wir das gespielt haben? Nee. Oder? Nee. Also, das war das Level in der Küche. Wir wurden zum Toast. Und jetzt sind wir in der was? In der Large? Lounge? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal einfach sagen, wir starten dieses wunderschöne Spiel. Wir werden jetzt zum Toast, oder wir versuchen es zumindest, mit euch gemeinsam. Lasst euch leiten von einem Stückchen Weißbrot, ohne Hände und ohne Beine. Ich freue mich. Los geht's mit Level Nummer 2. Das wird ein Traum. Oh Gott, I am loading. Geil. Ach ja, schön ist es hier. Ich hab's vermisst. Ja, es ist dieselbe Aufgabe, wir brauchen es. Ja, wie ihr seht, wir müssen Toast werden. Da haben wir die wunderschöne Musik. Unaufgeräumtes Zimmer, könnte das Zimmer von Bronze sein. Oh, hier gibt es sogar Hund. Ein Hündchen, oder was ist das? Ist das... Ah, nee, der Maus zufolge gibt es anscheinend wohl eher eine Katze. Alter, was ist denn hier los? Bronze muss seine Schuhe abputzen. Wir hängen da hinten an der Wand. Keine Ahnung. Ist das der Benny von den Alchemisten? Könnte der Benny sein mit einer Perücke. Oder auch der Dommy, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Naja, wir sind ein Toastbrot. Wir sind die zweite Scheibe von einem wunderschönen Weißbrot. Und müssen jetzt schauen, wo wir... Warte mal, wo ist denn überhaupt der Toaster? Wo müssen wir hinkommen? Ich habe ja auch gemerkt, es gibt ja verschiedene Level. Also nicht überall steht ein Toaster in den Level. Oder im Level. Es kann auch sein, dass man mal einen Grill anzünden muss. Oder einfach mal... sich so irgendwie erheizen muss, nur frage ich mich, wie das hier funktionieren soll. Ich weiß es nicht, aber wir können es einfach mal probieren. Ich freue mich drauf. Oh, ja, so nicht. Alter, bist du bescheuert oder was? Alter! Weg mit dir! Okay, wir surfen auf einem roten Topf. Okay, ganz ruhig. Wir sind erstmal wieder safe. 34%. Da hinten ist ein Mülleimer. Da oben sind Bowling-Pins und eine Bowlingkugel. Hä? Warum? Ja, ist ja gut. Ich halte mich noch fest. Ich habe mich gerade noch festgehalten. Da ist eine Lampe und da ist eine Heizung, so wie es scheint. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss mich erstmal ein bisschen umschauen. Tut mir leid, Leute, aber wir müssen erstmal gucken, wo wir denn hier genau hin müssen. Ich würde ansonsten erstmal versuchen, mich, einfach da rüber zu hangeln zu der Heizung. Ich könnte es mal probieren. Komm schon, Toasty. Na komm. Alter. Okay, das ist leider nicht so einfach. Nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Komm schon, Alter. Hör mal, ist das dein Ernst? Du bist ein starkes Toastbrot. Du kannst doch den Topf bewegen, oder nicht? Okay, wir müssen abwarten, sonst fällt gleich der Grip ab. Ganz ruhig. Und auf ein neues. Versuch mal wie so ein Frisbee vielleicht. Okay, wir müssen uns werfen. Oh, nein, nicht gut.
Nicht gut. Und wir haben verkackt. Geil. Fängt ja super an. Okay, wir versuchen es nämlich nochmal. Versuchen wir natürlich nochmal. Immer mit der Ruhe, Leute. Immer mit der Ruhe. Wir sind gerade wieder neu eingestiegen. Und müssen uns... Wir müssen uns erstmal wieder zurechtfinden hier. Vorne ist Uhu. Aber ich verstehe einfach nicht... Hä? Was war das denn da hinten? Ich verstehe einfach nicht, wo wir uns hier toasten sollen. Ich kann nur die Heizung da vermuten, aber das wäre es dann auch gewesen. Naja. Probieren wir es einfach mal. Der Herr des Hauses scheint wohl nicht zu Hause zu sein. Aber das Toastbrot hütet das Zuhause ganz gut, finde ich. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Da vorne ist auch eine Pfanne. Müssen wir da vielleicht hin? Können wir mal versuchen. Vielleicht ist die Pfanne ja noch heiß. Ah. Okay, nicht so, nicht so, nicht so. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit. So. Und eins. Und zwei. Und ja, okay, wir müssen warten. Toastjuli hat gerade Muskelkater. Okay. Oh nein, fuck. Oh. Immer mit der Ruhe. Scheiße, Mann. Wir könnten die Butter mal wieder gebrauchen, ne? Warte mal. Wir suchen erstmal zum kleinen roten Topf zu gelangen. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht runterfällt. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Bleib hier. Wir müssen uns ja nicht direkt mit dem Tisch paaren, Alter. Ja gut, das können wir vergessen, weil den Ofen kriegen wir jetzt niemals umgedreht. Das schaffen wir nicht. Aber gut. Aber gut. So. Und dann einfach in die Richtung... Oh, festhalten. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Toast. Du musst deine vier Enden noch bei dir behalten. Die dürfen ja nicht abreißen. Und jetzt. Oh, ah, schnell darüber. Hilfe. Hui. Hui. Na. Na. Hii. Jetzt komm schon. Darüber. Ja. Ja. Ja, wir haben's. Wir haben's. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben nur ein paar Flecken dazu bekommen, aber das macht ja nichts. Immer mit der Ruhe. Scheiße. Tut mir leid. War die Pfanne... Ist die heiß? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir da irgendwie... Oh, 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 wir müssen schnell nach oben. Nein! Fuck, fuck, fuck! Komm schon, komm schon, komm schon! Ach, komm schon, du scheiß Toast, willst du mich verarschen? Wir wollen dir doch nur helfen und du verkackst hier alles. Du bewegst dich viel zu verkrampft, ohne Scheiß. Das ist doch scheiße, was du machst. Du Dreckstoast. Ich hasse dich. Ja, 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 ist ja gut. Schnell. Jetzt müssen wir uns überhangeln. Nein! Ach, komm. Du bist doch... Weißt du... Was ist das denn? Hä? Was ist das? Warum glänzt das so? Schnell hinter! Hä? Was war das? Oh! Ja, das ist wie so ein Power-Up. Wie geil! Okay, ab geht's. Jetzt müssen wir schnell machen. Ab zur Pfanne! Nächster Halt, Pfanne. Ich hoffe doch. Schnell. Wir können uns noch Zeit lassen. Na. Oder ist das jetzt einfach so ein Mitleidsding, weil wir einfach zu schlecht sind für dieses Level? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, immer mit der Ruhe. Zack. Zack. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir können ja ganz gemütlich unseren Arsch hier rüber schwingen. Ganz gemütlich in unseren weißen Knackarsch, der noch nicht so knackig ist, weil wir den erst toasten müssen. Oh. Einen getoasteten Arsch. So. Einmal hier rauf hangeln, immer mit der Ruhe. Wir haben ja Zeit. Kein Stress. Wofür gibt es hier diese Mitleids-Power-Ups? Wofür gibt es die? Alter! Ach, Leute. Ich glaube, das Toast hat gar keinen Bock, getoastet zu werden. Kann das? Irgendwie möchte das wohl... Ach, komm. Irgendwie möchte das wohl nicht so, oder? Na, du? Okay, wir versuchen uns mal bei der Tür. Vielleicht ist die ja gnädiger mit uns. Einfach mal hier hochhangeln. Solange wir eh noch unendlich Grip haben. Ah!
Also falls ihr es noch nicht wusstet, wir müssen mit dem Toaster, mit dem Weißbrot versuchen, in den Toaster zu kommen. Und wenn es keinen Toaster gibt, dann müssen wir versuchen, das Toast irgendwie zu toasten. Und wir sollten möglichst nicht versuchen, hier die Tür runterzufallen. Na, komm schon. Komm schon, du süßes kleines Toastbrotchen. Ja. Alles klar. Zack. 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 Sehr gut. Nein, scheiße! Alter. Upsala, ich muss erstmal mit den Tasten noch mal ein bisschen reinkommen hier. Wir machen das doch ganz gut. Morgen Gymnastik. Juhu. Okay. Nächster Halt, Pfanne. Das habe ich schon mal gesagt. Und danach lande ich auf dem Boden. Oh. Jetzt komm schon. Einmal loslassen. Und... Nein, nicht so. Nicht... Na komm. Einmal ganz langsam. Und jetzt mit Gefühl. Jawoll. Hey. Super. Es geht doch. Nur jetzt müssen wir mal gucken... Was wir mit... Ich glaube, das reicht... Die Pfanne ist doch nicht an, oder? Nee, natürlich ist sie nicht an. Da sind zwar Bierdeckel. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Wie wir das Teil hier toasten sollen. Nee. Da passiert nichts. Da ist eine Lampe. Müssen wir vielleicht in den Videorekorder? Müssen wir in den Videorekorder? Ich weiß es nicht. Ich teste erstmal die andere Seite, die Heizung da vorne. Hallo! Hoffentlich kommt jetzt hier nicht unser schöner Mieter hier und versaut uns die Party. Ah! Also ich finde unser... gepunktetes Etwas eigentlich schon recht zum Anbeißen. Aber ich weiß halt nicht, wo wir jetzt hin müssen. Das ist die Frage. Müssen wir zur Heizung oder... Ist das überhaupt eine Heizung oder ist das eine Klimaanlage? Ich habe keine Ahnung. Aber schönes Körbchen. Da müssen wir definitiv nicht rein. Ah, halt dich fest. Ich höre zwar irgendwelche Geräusche, aber ich glaube, das ist nicht das Geräusch, wenn man getoastet wird. Aha. Ich sehe da einen Punkt. Vielleicht müssen wir die Heizung auch erstmal aufdrehen. Okay. Ganz langsam robben wir uns voran zur Heizung. Wir müssen ja alles versuchen. Wir sind ein verzweifeltes Toastbrot. Oh, schöne Außenwelt. Na komm. Na? Das sieht gut aus. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Ich glaube, wir sind hier gar nicht mal so falsch, liebe Leute. Haha. So muss es sein. Oh Gott. Oh Gott, ganz langsam. Jetzt müssen wir uns nur noch da in die Lücke reinhangeln. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es. Wir müssen da rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Ich bin ein verzweifeltes Toastbrot mit einem Fell, das sehr zum Anbeißen aussieht. Wenn du mich toasten lässt... Dann kannst du mich auch essen. Ganz kostenlos. Oh. Nein, nicht so. Okay. Wir müssen einen Tricksprung versuchen. Ja, ja. Nicht die Heizung poppen, Alter. Was geht denn mit dir, Mann? Also so verzweifelt sind wir jetzt nun auch wieder nicht, dass wir uns hier unsere Dienste anbieten müssen. Aber ich muss halt hier rein. Warte mal. Ah, fuck. Okay, okay. Ausrichten. Ausrichten. Na komm. Na komm, du kleines Toastbrot. Na komm. Versuch dein Glück. Es sind nur noch ein paar Meter. Dann hast du das geschafft. Dann hast du es endlich geschafft. Oh. Wir müssen doch nur in den Schlitz reinpassen. Das kann doch nicht sein. Okay. 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 Hör auf, jetzt da die Heizung abzubringen.
klappern, ey. Das kann doch nicht sein. Was ist denn los mit dir? Ja, oder? Haben wir? Hä, warum hält er sich denn? Nee. Okay, toastet mich, toastet mich. Und abfallen. Hier ist genug. Ja, sehr schön. Das sieht doch lecker aus. Das sieht aus wie mit Schokostreuseln drauf. Jetzt müssen wir nur noch die andere Hälfte. Und wir sind bereit für den Toaster. Ja, so ist fein. So ist fein. Gut so. Gut so. Ja, komm, 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 komm. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind erfolgreich getoastet von der Heizung. Zack. Katsching. Und wir sind fertig. Wir sind sowas von Toast. Rampage. Was ist das denn? Mode unlocked. Aha. Es gibt also verschiedene Modi auch noch. Level unlocked in Bedroom. Ja, wir haben es geschafft. 100%. Toast Quality 77%. Sehr, sehr schön. Schmecken zwar nicht mehr so lecker, aber was... Wen interessiert das? Wir sind Toast. Wir sind wunschlos glücklich. Ich fasse es nicht. Und es hat so schnell funktioniert. Gut, wir hatten eine kleine Hilfe mit dem Pop-Up. Aber gut. 7 Minuten, um Toast zu werden, kann man doch mal machen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns im Bedroom schlagen. Im Schlafzimmer, wie wir da es krachen lassen. Nicht im Bett, versteht sich. Aber hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dalassen. Wie würdet ihr euch am liebsten toasten? Wie würdet ihr am liebsten zum Toast werden? Und was würdet ihr, oder mit was würdet ihr am liebsten bestrichen sein? Oder Wurst drauf? Mag ja sein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und die wird es geben, versprochen. Die wird es geben beim nächsten Mal. In der nächsten Folge von I Am Bread. Bis zum nächsten Mal und ciao. Schönen Abend noch oder schönen Tag oder schönen Morgen. Liebe Grüße an euch und man sieht sich. Bis dann.